Okay, ihr lauft zuerst. Bei euch ist besonders wichtig, dass der Ablauf exakt funktioniert. Das Opening beginnt, wenn Tanja von Lahnstein ihre Eröffnungsrede gehalten hat. Aber ihr geht nicht sofort los, wenn die Musik... Kann ich dich kurz sprechen? Muss das jetzt sein? Ja. Wir machen später weiter, ja? Es wird ein paar Änderungen im Ablauf geben. Was? Ja, wir werden die Security verschärfen und auch die Eingangskontrolle. Das heißt, die Show wird später anfangen. Natürlich müssen die Journalisten noch die Möglichkeit haben, vor Redaktionsschluss ihre Kritiken zu schreiben. Das heißt, wir kürzen und straffen die Show. Tickst du noch ganz sauber? Diese ganzen Abläufe hier sind geprobt. Wenn wir jetzt irgendwas ändern, dann bricht hier alles zusammen. Mann, das ist meine erste Kollektion als Chefdesignerin. Das ist ein Gesamtkunstwerk, verstehst du? Ich habe mir hier wochenlang den Arsch aufgerissen, damit hier alles funktioniert. Ich habe eine Ewigkeit an dieser Choreografie gearbeitet. Das lasse ich mir jetzt von dir nicht kaputt machen. Du schaffst das schon. Wir nehmen nur ein oder zwei Kleider aus der Show. Sag mal, bist du taub? Es wird hier gar nichts mehr geändert. Die Technik steht noch nicht. Die Models, die meckern rum, dass sie Kopfschmerzen haben, weil die alles nach Benzin stinkt. Was machst du da? Spiritus. Hey. Jetzt aber auch Zeit. Na, wäre ich gar nicht gekommen. Was, warum das denn? Das willst du gar nicht wissen, jetzt bin ich ja da. Oh, Tanja. Ja? Tanja, ich habe überhaupt keine Zeit. Moment mal. Was? Man sagte bei der Staatsanwaltschaft spielen lassen und die haben dann mal bei der Kripo nachgefragt. Wegen Clarissa. Der neueste Stand ist, sie ist außer Landes. Und zwar standesgemäß mit einem Limousinenservice Richtung Belgien. Ach. Bitte, das ist jetzt wirklich nicht euer Ernst. Ihr macht hier so einen Aufriss, weil ihr irgendwie vermutet, dass Clarissa was vorhaben könnte? Sag mal, was glaubst du, warum der ganze Catwalk stinkt wie eine gottverdammte Tankstelle? Ja, bitte. Ist doch wahr, diese dusselige Kuh macht mich wahnsinnig. Summer! Der Fahrer hat auf jeden Fall ausgesagt, dass er sie am Flughafen abgesetzt hat. Davon existiert wohl sogar ein Bild einer Überwachungskamera. Aber dann verliert sich ihre Spur. Also, wenn ihr mich fragt, ist das eine Inszenierung? Selbst wenn sie in Brüssel war, wer sagt, dass sie sich nicht in den nächsten Zug nach Düsseldorf setzt? Sie will sich an mir rächen. Ihr seid doch wirklich alle wahnsinnig. Ich habe echt Besseres zu tun. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Brisant. Wir senden heute live aus Düsseldorf von dem Mode-Event des Jahres, der Präsentation der Sommerkollektion Clarisse No. 1 von Linné Clarisse Lahnstein. Und neben mir steht die Frau, die für die Kollektion verantwortlich ist, Rebecca von Lahnstein, die Chefdesignerin von LCL. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen, Frau von Lahnstein, so kurz vor Ihrer großen Show? Lampenfieber? Und wie? Das ist meine erste eigenverantwortliche Kollektion und ich denke, da ist normal, dass man ein bisschen aufgeregt ist. Auf jeden Fall. Was erwartet uns denn heute? Die Kollektion ist... Oh, Rebecca. Glückwünsche. Ganz Glückwünsche müssen sein. Danke, Jessica. Vielen Dank. Was erwartet uns denn heute? Ja, die Kollektion ist jung, frisch, aber vor allem sexy. Ich habe klassische Elemente mit Street-Style kombiniert und ja, bin daher vom klassischen Look unserer Mode abgewichen. Klingt so ein bisschen nach einem Experiment, kann das sein? Ja, ich finde, Mode soll überraschen und ja, soll Träume und Fantasien wecken. Und ich hoffe, dass Clarisse No. 1 unsere Kunden genau dazu inspiriert. Daumen drücken von mir. Vielen Dank, dass Sie noch so kurz vor der Show die Zeit für ein Interview hatten. Ich danke Ihnen und viel Spaß bei der Show. Sehr gerne. Tanja von Lahnstein betritt jetzt den Catwalk. Das heißt, es geht in diesem Augenblick los. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Statt großer Worte soll heute die Mode für sich sprechen. Unsere Sommerkollektion ist eine Hommage an die Grande Dame von LCL, Clarissa von Anstetten. Sie kann heute aus gesundheitlichen Gründen leider nicht bei uns sein, aber ich weiß, wie stolz sie auf diese Kollektion ist und deshalb trägt sie auch ihren Namen. Clarisse No. 1, the one and only. Viel Spaß. Wow.
Sabotin-Mysterien. Entschuldigung, kann ich bitte Ihre Karte sehen? Mir gehört der Laden hier. Schauen voller Erfolg. Oh ja, das ist sie. Solange ich weiß, dass du Clarissa alles zutraust, aber vielleicht hast du dir das diesmal nur eingebildet. Ja, vermutlich war es nur eine leere Drohung. Was verdammt nochmal ist das? Dich ab. Kannst du es zu mich loslassen oder willst du uns alle umbringen? Nein, natürlich nicht. Und Clarissa will das auch nicht. Jetzt denk doch mal nach. Diese Firma ist ihr Lebenswerk. Die Fummel da draußen tragen ihren Namen. Glaubst du, sie sprengt das in die Luft? Gut, was schlägst du vor? Abwarten.